Süßchen. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Passen Sie auf sich auf. Wo ist jetzt wieder die ganze Scheiße hier fahren? Da lang? Je nachdem, wo du bist, wahrscheinlich ja. Ich verstehe. Na dann. Kira, auf was stehst du? Auf Heilen, okay. So schnell stirbt niemand. Hast du diesen Schleicher gefunden? Gerd Sergeant Dingsbums zurück. Okay, der ist dort. Dann machen wir das. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Alter. Ich habe das Rudel ausgedünnt. Wenn ihr ein großes Talent. Vielleicht kriegen wir doch noch was anderes zu tun. Gibt's hier ein Postingsbums? Nee, schade. Sind wir bereit? Alle Teams melden Bereitschaft. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Alle Soldaten hier bewundern euch, imperiale wie republikanische. Fangen wir an. Alle Einheiten ausrücken. Ja.
Alle Einheiten melden Erfolg. Die Waffe ist deaktiviert und alle Revaniter wurden ausgeschaltet. Jetzt ist nur noch einer übrig. Ivan hat uns verraten, wohin Revan jetzt zur letzten Zuflucht des Imperators. Wir haben die Gleiter vorbereitet. Ihr werdet ihm nicht alleine gegenübertreten. Dann lasst uns anfangen. Na denn, na denn. So. Alter! Hier kann ich natürlich nicht gleiten. So. Hab ich irgendwas? Nö. Boah. 310 Schnelligkeit. Raketischer Treffer geht weg. Minus Angriff. Minus Ausdauer. Plus Beherrschung. Wäre halt nice. Nee. All eure Armeen haben es gerade so geschafft, mich zurückzuschlagen. Glaubt ihr wirklich, dass ihr ohne sie eine Chance habt? Die Macht ist nicht mein einziger Verbündeter. Hey, Whistler? Ich würde doch nie auf einen derart guten Kampf verzichten. Ruft so viele Narren, wie ihr wollt. Ihr werdet nicht verhindern, was getan werden muss. Ihr wisst nicht, was ihr tut. Der Imperator ist zu mächtig. Nein, nicht mehr. Ich habe meinen Willen jahrhundertelang gegen diese Kreatur gestellt. Nur ich kann ihn vernichten. Aber ihr seid nicht Revan. Wer sonst hätte das tun können, was ich getan habe? Wer besitzt die Stärke, um so weit zu kommen? Ich bin Revan. Und ich werde das Werk beenden, das ich schon vor langer Zeit begonnen habe. Ey, nee. Ich habe mit Revans Geist gesprochen. Ihr könnt nicht er sein. Lügen! Ihr wurdet getäuscht! Seht ihr nicht, was aus euch geworden ist? Euer Hass und eure Qual verschlingen euch. Mein eigenes Fleisch und Blut stellt sich gegen mich. Die Reichweite seines korrumpierenden Einflusses ist endlos. Ich werde keine Zeit mehr verlieren. Das muss enden. Jetzt! So, ich hab Darko jetzt mal gemutet, denn... Euer Ende steht bevor! Er ist eh jetzt raus. Ich wollte nämlich das Quatsche mal hören, ohne irgendwelche Störgeräusche. Los, Leute! Kannst du jetzt mal aufhören, mich wegzubouncen? Hallo? Ich bin schon zu weit gekommen!
soll bluten. Hallo. Ihr könnt euch nicht widersetzen. Ich werde euch brechen sehen. 2 Millionen Leben? Die Rache wird mein sein. Alter, wie lange soll ich schon auf den einknüppeln? So viel Kraft. Kämpft. Weiter. Ja, dann muss der mich mal aufstehen lassen. Ihr könnt euch nicht widersetzen. Es ist vorbei, Revan. Lässt du mich bitte wieder los? Ich lasse euch nicht gewinnen, Revan. Das ist mein Schicksal. Ich liebe eine gute Prügelei. Weiter! Keine Sorge. Sag mal, ist ich eigentlich auch die Dings hier? Die Schatier? Tatsache, da war sie. Hey, was machen die anderen da hinten? Warum tanzen die? Wie oft soll ich denn den hier noch befreien? Das wird ein langer Kampf werden. Ich werde euch brechen sehen. Ich bin schon zu weit gekommen. Alter, hat man nicht mal die Hälfte weg. Er soll bluten. Alter, und wieder bounzt er mich weg. Ich bin schon zu weit gekommen. So, die Hälfte ist er schon mal weg hier an Leben. Okay.
widersetzen. Kämpft! Weiter! Es ist vorbei, Revan! Das ist mein... Natürlich bin ich wieder im Würgegriff. Alter! Ein weggebounce reicht jetzt aber langsam mal. Ich werde euch brechen sehen. Oh, geht das schon wieder los? Blau. So. Und wieder ist wieder rot. Kann aber nicht sein. Ihr besiegelt doch das Schicksal der Galaxis. Lol. Na los, Leute. Ich bin schon zu weit gekommen. Bluten. Stirbt! Hörst du jetzt mal auf, uns mal wegzuschubsen und stirbst du langsam mal? Die Macht ist stark in ihm. Die Rache wird 16% noch. Mein Diener. Alter, das weggebaut geht mir langsam auf den Piss. Ihr könnt euch nicht widersetzen. Es ist vorbei, Revan. Die Rache wird mein sein. Unmöglich. Geht doch. Was geht hier vor? Unmöglich. Das Ritual hat nicht einmal begonnen. Die Leben, die ihr ausgelöscht habt. Der Krieg, den ihr angefacht habt. All das gehört mir. Die Galaxis ist mein. Es ist Zeit, dass ich sie erneut beanspruche.
Okay. Geht es allen gut? Uns ist nichts passiert. Das war er. Der Imperator. Wir haben Revan aufgehalten. Wie ist das möglich? Er hat keine physische Form angenommen oder einen Körper beansprucht. Und er ist gleich wieder verschwunden. Das ergibt alles keinen Sinn. Trotzdem schlägt er ganz schön zu. Der General irrt sich, Eminenz. Ein paar neue Lackschichten und ich bin bereit für die Mondgala. Sieht aus, als wären wir nicht die einzigen Überlebenden. Vielleicht kann er uns sagen, was hier eigentlich passiert ist. Ich habe versagt. Ich ebenso. All die Jahrhunderte haben der Imperator und seine Schreckensmeister versucht, mich innerlich zu zerreißen, meinen Zorn und meinen Hass zu entfesseln. Doch ich konnte mich vom Schmerz lösen und fand Zuflucht in der Macht. Du hast dich hinter Jedi-Plattitüden versteckt. Du warst nicht stark genug, um die Folter zu überleben oder den Kampf in der Fabrik. Ich habe mich gestellt. Ich habe überlebt. Du hast die Reste eines Körpers mit dir geschleppt, der schon längst hätte zu Staub zerfallen sollen. Der Hass hat deine List genährt, aber deine Weisheit ausgebrannt. Ohne mich konntest du nicht mehr klar sehen. Ohne die Zügel der Weisheit ist Stärke nutzlos. Wir müssen die Wunden heilen, die der Imperator geschlagen hat. Ich bin wieder eins. Aber es gibt viel zu tun. Der Imperator ist zurückgekehrt. Wappnet euch gegen das, was kommen wird. Jo. Kehren wir ins Lager zurück. Er hatte recht. Wir haben viel zu tun. So, wo liegt Revan und seine Maske und das Lichtschwert und ich will seine Lebensenergie haben von 2 Millionen. Und sein Schwert, das macht wohl gut Damage. Hab ich überhaupt irgendwas bekommen jetzt? Nö. Wow. Na, tolle Wurst. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Was erwartet uns jetzt? Da lang muss ich. Hallo? 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 Eure Taten sind verwirrend, gelinde gesagt. Ich mag es nicht, im Dunkeln gelassen zu werden. Teilt der Oberbefehlshaber eure Bedenken, Kanzlerin? Nein, aber das ist wohl kaum... Wir beide kämpfen schon sehr lange in diesem Krieg. Wir wissen, was wir tun. Und wir schätzen es wirklich sehr, dass ihr uns euer Vertrauen schenkt. Und ich würde es schätzen, darüber informiert zu werden, wenn die Flotte wieder in Position ist. Saresch Ende. Es liegt wohl in der Familie, nicht auf den Chef zu hören. Wie sehen unsere weiteren Pläne aus? Jetzt heißt es wohl wieder, sich zu fügen. Zumindest für eine Weile. Unsere Truppen bereiten sich auf den Start vor. Ich kümmere mich darum, dass unsere dasselbe tun. Es ist seltsam. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, wird alles anders sein. Nehmt es nicht persönlich, aber ich hoffe, dass ihr mich nie wiedersehen werdet. Hoffentlich werde ich das doch. Ich werde nachsehen, ob Satil vielleicht Hilfe braucht. Bis später. Jetzt ist es wohl soweit. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde.
Revan ist fort. Wir haben geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Aber jetzt stehen wir vor einem völlig neuen Problem. Ohne einen Waffenstillstand, der uns hilft. Wir haben gezeigt, dass es möglich ist, unsere Differenzen beiseite zu legen. Vielleicht gibt es Hoffnung für einen echten Friedensvertrag. Trotz unserer Arbeit hier bleibt das Vertrauen doch rar. Dafür können wir uns bei den Revanitern bedanken. Wie sieht es mit den illustren Jedi aus? Es hat sich angehört, als hätte eure Großmeisterin bald alle Hände voll zu tun. Ich beschreite stets den Weg, den die Macht mir weist. Jedenfalls scheint ihr immer einen Weg zu finden, der euch mitten ins Geschehen führt. Ich weiß noch nicht, was die Zukunft für mich bereithält. Und ich habe es nicht eilig, es herauszufinden. Im Moment möchte ich viel lieber die Gegenwart genießen. Nichts wäre mir lieber. Ich werde euch vermissen. Ich werde euch auch vermissen, Lana. Lebt wohl. Und ich hab noch die Kira. Hohoho. Die Imperialen lassen eine kleine Einheit Freiwilliger zurück, um auf zukünftige Aktivitäten der Revanita oder des Imperators zu achten. Wir werden dasselbe tun. Jakaro und ich haben mehrere lukrative Angebote von Kontakten auf Rishi erhalten. Nichts, wegen dem sie sich Gedanken machen sollten. Aber ich darf sagen, dass wir die Zeit mit ihnen genossen haben. Es würde uns freuen, wenn sie wieder einmal unsere Dienste in Anspruch nehmen. Na, ich will hoffen, dass ihr dort mehr Erfolg habt als auf Manan. Passt auf euch auf. Leben Sie wohl! Wir haben noch einiges zu besprechen. Euer Erfolg gegen Revan und seine Anhänger war wirklich außergewöhnlich. Und eure Erfahrung im Kampf gegen den Imperator sucht ihresgleichen. Ihr verkörpert jedes Ideal des Jedi-Kodex. Der Rat hat einstimmig beschlossen, euch zum Kampfmeister zu ernennen. Was? Als Kampfmeister wird euer strategisches Wissen die Entscheidungen des Rats leiten. Und ihr werdet eure Fähigkeiten mit dem Lichtschwert an unsere talentiertesten Schüler weitergeben. Das Wichtigste ist jedoch, dass ihr den Angriff gegen den Sith-Imperator anführen werdet. Und gegen alle, die sich ihm angeschlossen haben. Es ist mir eine Ehre, dass der Orden mich für diese Rolle ausgewählt hat. Ich werde alles tun, um meine Pflichten mit Weisheit und Können zu erfüllen. Ich glaube fest, dass wir mit eurer Hilfe die Galaxis endlich aus dem Würgegriff des Imperators befreien können. Wir versuchen zu berechnen, wohin der Imperator geflohen ist. Aber wir wissen nicht genug über seine Fähigkeiten, um sicher sein zu können. Während wir den Einsatztrupp vorbereiten, brauchen wir euch da draußen. Handelt auf eigene Faust und folgt jeder Spur, die ihr finden könnt. Und vergesst nicht, dass die Bedrohung durch das Imperium weiterhin besteht. Sie werden nicht zögern, diese Situation zu ihrem Vorteil zu nutzen. Bis der Imperator endgültig vernichtet ist, bleibt die gesamte Galaxis in Gefahr. Wir müssen bereit sein. Geil! Das sieht richtig nice aus. Wir haben 4 Enthüllungen freigeschalten und umgeschafft. Cool. Verbindung, Verteidigungsschwert. Nee, das da würde ich gerne nehmen. Söhrchen, Popöchen. Haben wir jetzt Revans Sache abgeschlossen hier? Okay. Zu deinem eigenen Raumschiff. Na dann, mach mal. Ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns. War noch nicht alles. Äh.
Palim, Palim. Wir fliegen erstmal zur Flotte. Ich das neue Schwert aufrüste, ob das besser ist als das jetzige. So, das brauchen wir uns nicht angucken, kennen wir alle schon. Ja, haben wir Revan besiegt. Gucken, welche Storyline wir als nächstes verfolgen. Wird es bestimmt noch einige geben. Hauptebene. Die Storyline müssen wir auch noch anfangen hier. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Aber wenn man das hat. Da waren wir doch gerade. Ah. So, wir gucken mal. Post. Alles nehmen, danke. Alles nehmen, danke. Alles nehmen, danke. So. Ich brauche nur so eine Off-Rüst-Werkbank tatsächlich. Da haben wir eine. Süßchen, aktuell besitze ich dieses auf der Hand. Das macht jetzt 2050 Damage. So. Da kann nur ein Farbkristall rein. Oh wow. Wow. Haltbarkeit, wie sieht die aus? Ja, müsste man mal wieder machen. Taktisch. Da habe ich allerdings nichts dafür. Schade. Genau. So. Da kann man das Lichtschwert eigentlich auch verkaufen. Hier findet ihr alles. Mhm. Hochwertige Ausrüstung nach Militärstandards. Oh. Nee, komm weg damit. Kommt heil wieder. Oh, süß. Zählt der jetzt zu meinen Haustieren? Ja, geil. Ich hab ein neues Haustier. So, Missionskonsole von meinem Schiff benutzen. Mal gucken,
was wir uns jetzt aussuchen hier. Haben wir noch einiges. Wir haben da ja noch einiges. Falsch. Oh, kann ich mit Kilo quatschen? Nö. Schade. Die da. Warnung. Durch den Beginn dieser Mission werden automatisch alle vorherigen Story-Missionen abgeschossen. Wobei für alle noch offenen Entscheidungen... Bla. Spoilerwarnung, diese Missionsreihe findet nach den Ereignissen von Geschmiedete Bündnisse und Revans Schatten statt. Im Anschluss an beunruhigende Geschehnisse auf Yavin 4 tritt. Geschmiedete Bündnisse? Ich glaube, das hat man auch schon gemacht, oder? Ich muss mal ganz kurz gucken. So. Die vergessene Welt. Der bizarre Planet, der. Das war mir schon. Genau, ne? In der Zwischenzeit lernen wir. Ne? Angabenstufe 75. Gegenstandsstufe 18. Ärger im Paradies. Die oberste Kanzlerin Saresh hat dich auf eine republikanische Raumstation berufen, die um den Planet Markep kreist und hat eine. Melde dich bei Schnallerala Mama Dingsbums. Okay. Wir machen Ärger im Paradies, würde ich sagen. Ärger im Paradies ist das da. Genau. Miau. So, bevor wir aber da weitermachen, mache ich ein kurzes Päusle und bis gleich.